Hallo und herzlich willkommen zu Left 4 Dead zurück. Ja, ich weiß nicht, was das für ein Part ist. Wollen wir mal so eine Waffe machen? Ich nehme mal so eine. Ah, ne, so eine Waffe ist ganz gut, oder? Oh, ich Muni habe ich schon. Noch ein bisschen Sachen holen. Anscheinend müssen wir keine Sachen mehr holen. Dann gehen wir mal raus und wir werden schon nett begrüßt. Mit einem Zombie, der glaube ich fast tot war. Wir wollen lebende Zombies. Alles soll leben. Außer halt die Zombies, die wir schon getötet haben, weil das wäre sonst blöde. Okay. Müssen wir hier durch? Ja, wir müssen hier durch. Oh, oh, wir kriegen ja hier eine Boah, ich kriege hier richtige Ladung voller Action. Action, Action. Ey. So, und ich hoffe, dass ich in dieser Map mal ein bisschen besser abschneide. Ein bisschen abschneide, Alter. Ein bisschen besser bin hier in der Map. Wäre euch ganz gut angebracht. Weil ein bisschen besser sein ist doch immer gut. Hier war doch gerade noch was. Munition kann man sich mal wieder holen. Ich glaube, jetzt kommen hier ganz viele Zombies. Und die Maps. Tut mir leid, dass die Folgen immer so so manchmal viel zu lang sind. Also nicht viel zu lang, aber manchmal gehen sie zu 15 Minuten, 20 Minuten. Und manchmal gehen sie einfach mal 7, 6 Minuten. Wisst ihr, Leute? Das sind einfach. Ich habe mich gar nicht gesehen. Das sind immer so Sachen wie. Dass die Folgen einfach nicht immer gleichmäßig lang sind. Ich möchte schon, dass die Folgen immer 15 Minuten so lang sind. So ungefähr müssen sie nicht immer unbedingt genau sein, halt wie gesagt ungefähr. Und das fände ich schon gut, wenn die immer gleich so recht lang sind. Und ich möchte es auch schon so haben, dass ihr immer eine Mission guckt, weißt du? Ich aber mitten in der Mission einfach aufhört und am nächsten Tag guckt er die nächste Folge und auf einmal, was ist denn los? Oh mein Gott. Ich könnte auch machen, dass er die Folgen, dass ich dann zwei Folgen hochlade am Tag. Was ich ja schon generell tue. Ey, ich habe so einen Kotztyp, der mich wieder ankotzen möchte, weil der nichts anderes kann. Okay, wo lang müssen wir? Ich glaube, wir müssen hier lang. Kann das sein? Oder nee, wir kommen von hier. Das kann sein, dass wir von hier kommen. Das mag ja nur so sein. Und deswegen die ganze Zeit, wie bescheuert bin ich eigentlich? Nein, ich wollte gerade töten, aber der ist auf mich gesprungen, weil er keine springen. Schuss. Oh, hat er mich überrascht, Alter. Wir waren doch gerade eben schon hier und haben die ganzen Zombies gekillt. Und von daher weiß ich jetzt, ob ich auch wo hinten lang müssen. Ja, ich weiß, wo lang müssen. Nur durch die Zombies. Die Zombies haben uns den Weg verraten. Kommt ihr? Kann der explodieren? Ne, kann nicht explodieren. Bitte nicht auf mich. Ah, hättest du dir vorstellen können, ne? Aber hast du nicht getroffen. Nimm das! Bestie. Ich will nicht von dir abgeworfen werden. Wir spielen ja immer noch keinen Völkerball. Und denkst du, ich sehe dich nicht? Denken wir, ich sehe die nicht. Nein. Ja, denkst du dir auch schon wieder, ne? Okay, wir müssen einfach weiterkommen. Oh, boah, wie viel Blut er eigentlich haben muss. Weißt du, wie viel Blut das eigentlich ist? Eigentlich müsste er eine Säure rauskommen. Weil ich meine, der besteht anscheinend aus einer Säure. Und wenn er aus einer Säure besteht, muss er auch Säure rauskommen und nicht Blut. Ein bisschen Blut. So viel wie in einer Peri. Was? Habe ich irgendwas gerade gesagt? Nein. Ich versuche immer ein bisschen mehr jetzt unsere Kollegen zu schützen und jetzt haben wir eine schlechtere Waffe. Aber jetzt haben wir eine Doppelwaffe, das sollte ganz gut sein. Okay, das ist ein Haus und ich hole gleich eine Maus. Okay. Was? Hello.
Achso, wir müssen dahin, okay. Ja, machen wir. Wir sind gleich da. Keine Angst. Komm. Wo dann müssen wir hin? Sind wir hier? Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Okay, ist Monokov. Eine Pipe Bomb ist, glaube ich, besser, oder? Ich weiß es nicht. Okay, von hier. Okay, das ist, wo müssen wir denn lang? Unten. Wartet mal. Könnten wir. Seht ihr das da? Seht ihr das? So, wir müssen dahin. Was haben wir denn? Ich glaube. Wartet mal. Wir müssen, glaube ich, hier hin. Wenn es ein Boot ist, müssen wir doch locker hier hin. Hallo. Bis. Oh, das ist doch das Licht, ne? Und wenn da Licht ist. So, habe ich das abgewogen? Achso. Ammo hier. Du musst nur Let's Go sagen, oder was? Oh, sie kommen. So, du musstest sterben. Tut mir leid. Na, hier ist hier ein Smoker, ne? Und jetzt wird's kritisch. Kritisch war es nicht, aber es wird trotzdem noch kritisch. Ich weiß, dass es kritisch wird. Nachladen. Komm, ich werde euch alle killen, ey. Guck mal, ich bin so der Agro-Typ-Zocker hier, weißt du? Ich bin echt hier Edo-Tricks, wie ihr wisst, ne? Und du kannst mich mal. Nicht mit mir, bitte nicht. Nimm meine Freunde, aber nicht mich. So, okay. Wir hätten auch nach oben können. Wo müssen wir denn hin? Müssen wir da hinten hin? Oh, jetzt kommen wir derbe viele Zombies. Ey. Nein, ihr solltet nicht kommen. Wir waren nicht verabredet. Und wenn wir nicht verabredet waren. Ich habe gesagt, wir sind nicht verabredet. Kann auch nicht mal richtig sprechen. Wir waren nicht verabredet. Und jetzt kommt ihr einfach. Was ihr euch einfach manchmal anlaubt, ne? Oh. Wieso ist hier ist ein Medikit und das kann ich nicht gebrauchen? Ach, danke. Okay. So, du bist tot. Na, du bist tot. Wo ist der Digga? Einfach aufschießen. Der kommt da nicht durch, der backt da drin, glaube ich. Miststück. Du bist so fett. Okay. Smoker. Das ist ein Smoker. Komm her, Smoker. Wir reden das wie echte Männer. Wo bist du? Immer nur Smoker. Boah. Ich glaube, da kommen jetzt noch ein paar Zombies. Ich will nicht immer dieses Teil benutzen. Oh. Weil. Entweder. Boah. Entweder wird man von hinten überrascht, wie jetzt zum Beispiel. Wie gerade eben. Ne? Und das ist nämlich so das Problem. Ey. Wann kommt endlich der Schutzraum oder wann kommen wir endlich mal weiter? Wir haben jetzt in der letzten Zeit noch keine Witch getroffen. Das freut mich sogar. Weil die Witches sind ja schon wieder so welche, ne? Ah, wir kriegen die ganze Zeit Mittel. Aus irgendeinem Grund haben die das die ganze Zeit.
Wir müssen hier ohne Healpacks auskommen. Es sei denn, unser Kumpel heilen uns. Wir können uns eigentlich nie selber heilen. Es sei denn, wir finden dieses Mittel, was uns aber leider von den Bots immer weggenommen wird. Oder... Ich habe nicht gesehen. Sorry. Soll ja für jeden was dabei sein. Ich habe nämlich gerade... Weil die nehmen uns das ja immer weg, die Bots hier. Nein, du kotzt mich nicht voll. Mit deiner Säure, Alter. In Säure kannst du dir sonst wohin stecken. Und du kannst deine Schläge auch... Oh, bitte nicht voll kotzen. So, okay. Sind wir dann fertig? Sind wir hier? Sind wir endlich raus? Wäre ja auch zu schön gewesen, ne? Ist auch noch so ein Dicker. Und ich sehe den nicht. Kommt ihr hier hoch? Start nach. Gab's hier nicht Munition? Mich nicht angreifen. So. Gab's hier unten Munition? Wenn ja, dann ist es ganz gut. Oh, das Boot ist hier, okay. Boot ist hier. Das Boot ist hier. Boot, komm. Oh. Ich hoffe, dass nichts passiert, mein Boot. Bitte. Pass auf. Oh, danke. So, wir haben wieder Munition in unserer Waffe. Das ist gut. Komm, wir müssen ins Boot. Und ich glaube, wir haben es geschafft. Und damit. Und ich sag einfach nur noch tschüss. Oder ich sag noch was in den Credits nachher. Ja, wir haben die Death Tool Map gespielt und ich hoffe, es hat euch einfach mal gefallen. Ja, ich heiße Greenstone und wir waren dann auch gleichzeitig auch noch Zoe und wir haben halt wieder Zoe gespielt und es gibt ja eigentlich keinen Charakter ändern. Der eine kann ich besser zielen, der andere kann ich besser schießen, der andere kann ich besser Granaten werfen oder sowas. Die sind ja alle gleichberechtigt, sage ich jetzt mal. Ist auch gut für Multiplayer auch generell so. Aber man könnte, ich würde es gut finden, wenn man dann irgendwie so Levelanzahl hätte. Es gibt es ja nicht bei Left 4 Dead 2, wo man eine Levelanzahl hätte mit XP, bla 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 und sowas. Ich will jetzt auch gar nicht so viel labern, aber das würde ich mir irgendwie wünschen für Left 4 Dead 3, wenn sowas überhaupt rauskommt. Ich weiß nicht, ob das Left 4 Dead 3 rauskommt, das wäre ganz geil. 3 kommt bestimmt raus, das weiß ich ganz genau. Und ich sage einfach mal Tschüsskowski, bis zur nächsten Runde Left 4 Dead.